Rallycross ist natürlich cool, weil es tut sich immer was. Also wie gesagt, es ist einfach, das geht schon beim Start los. Und es ist nicht, es sind kurze Läufe, aber wie gesagt, man hat halt dabei von Anfang an bis das Finale, jedes Rennen ist natürlich eine Herausforderung. Ja, es hat einmal gegeben, das, in Mölk, das war nicht in Mölk, das war in Hohen, dass ich von 15. Platz, also von komplett verletzten Platz eigentlich, gewonnen habe. Ja, die Vorläufe, C-Finale, B-Finale, A-Finale und dann noch gewonnen, das war das Geilste. Ja, die meisten kennen mich. Lalo, ich komme von Rohrbach in Oberösterreich und fahre natürlich schon ja, sehr lange. Rallycross, das ist schon die 27. Saison heuer, was ich Rallycross fahre. Und hab auch schon einiges erreicht. Ich habe letztes Jahr den 31. Titel gesamt gemacht. Und ja, das ist einmal das, was bis hier ist und was noch folgt, müssen wir sehen. Ja, Zentraleuropameisterschaft den Titel verteidigen, das war das Wichtige. Aber ich habe heuer beim ersten Rennen habe ich schon einen Ausfall gehabt, das war leider ziemlich viele Punkte verloren, aber ja, abgerechnet wird es am Schluss, es sind noch sehr viele Läufe. Ja, solange ich mit den Jungen noch mitfahren kann, fahre ich noch gern mit, weil noch ein paar Saisonen fahren, wenn es möglich ist. Und ja, und das kommen die Jungen auch noch. Ja, wir haben ziemlich Probleme mit dem Fahrwerk. Er bricht hinten so extrem aus, also er ist fast nicht fahrbar. Wir haben schon alles Mögliche versucht. Ich gestern schon drauf gekommen, aber ich hoffe, dass wir das nur ein bisschen in den Griff kriegen und dass wir Stockholmplatz war natürlich super. Je mehr Starter sind in der Königsklasse natürlich, umso besser ist natürlich und ist auch natürlich Zuschauer auch interessant. Meist müssen die Jungen natürlich auch anfangen, ist eh klar. Die fangen mit den kleinen Autos an, wo wir auch gut Starterfeld jetzt haben, da gerade bei der 1600er Klasse bei der kleinen. Das sind fast 30 Starter. Ja, und die müssen da reinkommen und müssen dann schauen, dass es halt, ja, so wichtig ist, dass natürlich dann man schaut, dass man halt auch sponsormäßig was zusammenbringt. Ja, ja. Egal, und wenn es nur so klein ist, aber es ergibt sich dann meistens wieder nur was. Ja. Weil finanziell ist es trotzdem ganz schön aufwendig.